War da. Alter, sie brennen sofort. Ich glaube, zwei von den Bomben und ein Schiff ist down. Und das sollte man eigentlich auch erwarten. Noch ein bisschen mit ballern. Vielleicht nicht. Oh, oh, das ist wirklich knapp. Scheiße, genau das habe ich, hatte ich befürchtet. Bombe hat viel verfehlt. Ja, das ist verfehlt. Und versuchen wir es jetzt nochmal. Ja, mitten ins Cockpit, bitte. Jawoll. Glückspilz. Dann zeig mal, wie viel Glück du hast. Bombardierung läuft. Das ist ein Volltreffer. Boah, Alter. Ach, der hat ja noch eine Bombe. Ich dachte schon. Ja, der hat relativ wenig HP jetzt. Und das war's. Holen wir uns noch einen und fliegen dann weiter, bevor die Verstärkungen eintreffen. Okay. Ach, wir sollen gar nicht alle vernichten. Also. Bomben draußen. Ich werde beschossen. Bombe hat. Ich würde aber gerne nochmal. Okay. Wir zur Enterprise zurück. Das war knapp heute. Aber das Schiff und seine Mannschaft waren der Aufgabe gewachsen. Gute Arbeit, Männer. Da. Nein. Vielleicht werde ich es das letzte Mal, also in der, bei den, also im letzten Kapitel werde ich das nochmal machen. Haben über den Morgen ist sehr schön. Ich dachte schon, ich verliere wertvolle Piloten. Nächstes Kapitel. Aber dieser Bug am Anfang nervt. Vor 3 Monaten haben wir unsere Kampagne gegen die östlichen Silomon-Insel gestartet, indem wir die japanischen Flugplätze eingenommen haben. Ja. Und wir haben sie umbenannt. Super. Katz und Maus Spiel geht weiter. Hey, das haben wir, kennen wir doch schon. Bla 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 in der Nähe. Von bla bla gesehen. Und die Hornet ist bla und bla und bla. Habe ich schon bla erwähnt? Sie wollen uns versenken. Und wir wollen sie versenken. Ha, wer hätte das ja? Zumindest ist Kämpfen müde und so. Flickt. Kämpfen. Das wird interessant. Verteidigung der USS Hornet. Machen wir erstmal einen Patrouillenflug. Ja, wieder mit den dicken. Endlich! Ja, Raketen! Nehmen wir die. Werden zwar wahrscheinlich arschlahm sein, aber egal. Jetzt kriegen wir endlich Raketen. So. Hier ist der zweite Flugstaffelkommandant, ehemaliger der Yorktau. Ich werde vorerst nach Routinepatrouillen und Flugabwehr Ausschau halten. Der Feind ist irgendwo da draußen. Also finden wir ihn, bevor er uns findet. Schleuder sind es können. Ach, sind nur 4. Kleine Staffel. Bisschen umgucken nach Anzeichen. Okay, das reicht eigentlich, um ihn zu fliegen. Aber für eine ausgeweitete Suche würde ich nicht sagen, dass es sehr viel reicht. Also nicht sehr viel. Ja, ich kann super Deutsch. Wusstet ihr, ich bin der ultimative Deutschkönig. Kein anderer kann besser Deutsch als ich. Ich sehe keinen Feind. Und das Radar schlägt jetzt auch nirgendwo wirklich aus. Oder? Ich gucke erstmal nur das Radar. Okay, das macht es ein bisschen mehr Suche. Ach du alte Scheiße. Was ist, wenn wir keinen Feind finden? Sind wir dann super toll und sagen einfach, die Japaner haben das Problem. Ah, da haben wir doch schon ein Anzeichen. Jawohl, da fliegt er. Ja, und jetzt steckt es auch aus. Wahrscheinlich, die Flotte fliegt, fährt ja auch weiter und soll man sich ein bisschen bei der Flotte begeben. Ja, wahrscheinlich werden die dann eh nach einer Zeit so nah gekommen, dass das Radar richtig ausgeschlagen wäre. Ich schläge ja jetzt schon aus. Also, das ist eigentlich schon ganz gut gemacht. Nur die erste war irgendwie ein bisschen scheiße. Also der erste Wachturm. Ey, du hast nur noch 2 Sekunden oder 3, um den Scheiß zu entdecken. Und das dann auch noch mit Joystick. Boah, das ging gar nicht. Yay, okay. Krass. Wie sehen denn die Raketen aus?
Aber keine Zielflugraketen. Ich glaube, gab es die überhaupt da schon? Weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nicht. Nehmen wir erstmal kommen. Das ist aber ein Träger. Die sind zwei Träger oder einer? Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall ein Träger. Hallo, Träger. Da ist sie, die Swiu. Ein leichter Träger. Treffen wir sie hart, bevor sie uns entdeckt. So macht ihr Big E-Jungs das doch, oder? Ja, klar. Warum ist der jetzt grün? Ah, war nur ein Fehler. Und... Bam! Das nenne ich mal schön. Das nenne ich auch schön. Ja, auf dich wird gefeuert. Jammer nicht rum. Du bist Schleudersitzkönig. Du packst das. Packst das schon. Und, Bomben raus. Boom. Weißt du was? Einfach mal aus Jux. Einfach mal aus Jux. Einfach mal aus Jux. So. Und nochmal zwei da drauf. Och, verfehlt, schade. Dann machen wir jetzt down. Hab keinen Bock in irgendeiner Form, dass man verrecken könnte. So, jetzt ohne Bildschirm. Jawoll, ich bin gut, oder? Hat man kein Talent, das wird sich ändern. Machen wir es mit den schönen Raketen. Guck mal, was für eine Reichweite die haben. Muss man zielen. Und jetzt! Down! Gute Arbeit. Das wird die Suio von den Salomonen vertreiben. Sie wird bei unserer Verteidigung von Guadalcanal keine Rolle spielen. Und nee. Sieg, Leute! Sieg! Warum lief eigentlich noch die Zeit? Versenkt ein Eskortträger. Oh. Warum ist da ein Komma? Da darf kein Komma sein. Wunsch. Ja, ja. Was haben wir denn noch? Ja, und jetzt ist natürlich die Verteilung der Hornet. Mit der Alpha-Staffel haben wir jetzt vielleicht mehr? Nee. Fortfahren. Ja, also diese Aufnahme mache ich das jetzt mal so, aber ich hätte gerne den Zeppelin von euch. Erreiche die USS Hornet. Stahlhart und Glücksbild. Ich dachte schon, jetzt werde ich auch gekillt von meinem eigenen, ey. Das wäre schon irgendwie scheiße, weil ich fliege einfach geradeaus, auf einmal kommt der Typ einfach von der Seite an. Will mich anmachen, oder was? Der Typ hat mich voll blöd von der Seite angemacht. Und wir lernen, der Hornet hier drin. Ja, die I sagt doch weg Enterprise. Ich verteidige die USS Hornet. Das werden wir tun. Tun wir mal so, als wäre das die Enterprise. Aber ich weiß nicht, irgendwie verbinde ich mich mit der Enterprise seit dem Spiel halt mehr als nur dieses Raumschiff Enterprise, also Star Trek. Weil vor ein paar Jahren wusste ich noch nicht mal, was das mit woher der Name kam. Und für mich war das einfach nur Raumschiff Enterprise und Star Trek. Diesmal habe ich das wenigstens gut gewählt. Also ich würde sagen, mit dem Jäger ist man immer gut beraten. Hatten mit ohne Bomben. Aber trotzdem möchte ich gerne den Tipp von euch haben. Oder ich mach's einfach auf ruhig durch, da sagt ihr, toll gemacht! Super klasse! Ey, du, was machst du da? Hm? Was hast du hier zu tun? Genau, hau ab! Ja, du auch. Also ihr beiden, ihr seid voll die... Voll die... Streber. Nee, nicht. Was
japanische Streber. Die Korvette wurde getroffen. Überall sind Bomber. Das sieht nicht gut aus. Die hat schon nach einem Treffer die Hälfte ihrer Leben verloren. Willst du mich verarschen? Hält die Enterprise wesentlich mehr aus. Oder man soll die Hornet verlieren. Alter! Das geht doch nicht! Wie will man das hier schaffen? Allein schon deshalb! Ja, jetzt war's mit meiner Muni! Ah, ja, 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 ja! Alter, erstens, was haben die für Bomben? Zweitens, wieso? Was ist mit der Hornet los? Ist das Ding nicht gepanzert? Hat das überhaupt irgendeine... Mission erfüllt, genau. Wir haben die 14. Oh Mann. Oh, USS Enterprise gegen Japan. Ja, das war's mit der Hornet. Ich glaube, man musste die wirklich verlieren. Yorktown, Lexington und die Hornets. Tapfere Männer, stolze Schiffe, tragische Verluste. Ja, aber auf der Seite der Japaner ja genauso. Ja, das ist unser letzter Träger. Bis unsere Werfen auf neue Träger herstellt. Ja. Und jetzt Schlacht. Ich glaube, das ist jetzt die Schlacht dieses Kapitels. Die Japaner greifen Guadalcanal mit Bodentruppen an. Aber wie es aussieht, drängen unsere Jungs in Henderson sie zurück. Wir müssen die feindliche Luft- und Seeunterstützung beenden. Die Schlacht um Santa Cruz ist momentan festgefahren. Wir haben die Hornet verloren, was ein großer Schlag ist. Aber die Japaner gewinnen nicht an Boden. Vielleicht können wir ihnen genug Schaden zuführen, um sie zum Rückzug zu zwingen. Oberste Priorität ist es, die Enterprise flott zu halten. Aber wir müssen uns ihnen hier entgegenstellen. Beide Seiten haben erhebliche Verluste erlitten. Die Enterprise ist selbst schwer beschädigt. Uns bleiben Gebete und unser Kampfgeist. Tja, und jetzt haben die auch... Hey Mann, ich erfährte immer noch. Die sollten das irgendwann mal patchen. Patchen. Patchen, patchen, patchen. Ich mochte die Raketen. Die Raketen waren toll. Was konnte sie... Eskortiere die Bombe an ihre Ziele. Achte auf deine Munition. Vergiss nicht, dass wir Verzögerungen auf Deck haben. Ja, die, Enterprise ist schwer beschädigt, aber ich bitte dich. Schwere Verlust, Yorktown, noch drei Bomben, weil die weg. Da brauchen ja die japanischen Träger mehr. Die Bomber also. Brauchen für ihre Arbeit Platz, also verteidige sie. Wir brauchen diese Bomber, rettet möglichst alle. Das hat Priorität. Ja, das... Die Charlie-Staffel formiert sich. Wir verlassen uns aber nicht auf sie. Verzögerungen auf Deck sind Gift für unsere Starteffizienz. Ja, das ist mir schon klar, das ist mir schon klar, das... Oh, Junge! Ich kann nicht überall sein! Aber, also, ich muss schon sagen, die KI ist, eigentlich, finde ich, ganz gut. Die freundliche, also, freundliche sowie feindliche, ich meine, so selten wie meine Freunde hier abstürzen. Oder die einfach nur die feindliche KI ist einfach nur schlecht! Kann auch sein, aber sagen wir einfach mal zum Positiven. Mann, da ich da das Mikro immer hochschiebe, weil das ist, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, welches Mikro das ist, muss ich das manchmal neu ausrichten und meistens vergesse es. Deshalb, wenn da irgendwie Lautstärkenunterschiede sind und ihr mich manchmal nicht versteht, ist mir sehr leid.